Oberstdorf, Ende Mai. Hier in der Eissporthalle finden gerade die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften statt. Für Amateure. Auch Roland Zukale ist mit dabei. 70 Jahre alt. Wettkampfklasse Silber 5. Hier kennt ihn jeder. Gleich steht seine Kür an, für die er monatelang trainiert hat. Laufen wird er vor internationalem Publikum. Da kann man sich leicht blamieren. Die letzten Wochen liefen nicht optimal. Vor allem die Generalprobe gestern. Gestern war Krise. Gestern war totale Krise. An seiner Seite seine Trainerin Evelyn Klaut. Letzte Feinabstimmung. Der erste Läufer macht sich bereit. Ab jetzt ist alles Nervensache. Ich gehe da jetzt einfach raus. Ja, was willst du sonst auch tun? Ich könnte sagen, ich laufe nicht. Du kriegst einen Tritt in den Hintern von mir. Also einfach, weil ich habe jetzt keinen Bock oder ich habe jetzt keine Lust. Das bist nicht du. Jetzt ist es soweit. Wird Roland eine perfekte Kür abliefern? Oberstdorf, 3 Monate zuvor. Wie fast jeden Tag erscheint Roland Zukale zum Training. Vor 10 Jahren hat er mit dem Eiskunstlauf angefangen. Seitdem nimmt es den größten Teil seiner Freizeit ein. Im Sommer trainiert er in den USA, im Winter hier. Zum Eingrufen, erste Lockerungsübungen. Ich mag es nicht so richtig gerne, wenn ich ehrlich bin. Aber es ist unheimlich gut, dass man richtig auf den Kufen steht. Und sich nicht verletzt. Als Jugendlicher beginnt Roland das Eiskunstlaufen. Dann zwingt ihn der Job zur Pause. Das sind seine alten Lederschuhe. Die Stiefel sind noch aus den 70er Jahren. Ich habe die natürlich immer fleißig geputzt. Nicht gerade heute, aber ich stehe in den. Die sind immer noch fantastisch. Seine Trainerin Evelyn. Noch ist sie mit einer anderen Schülerin beschäftigt. Dann ist Roland dran. Was treibt einen mit 70 fast täglich aufs Eis? Wenn man älter wird und merkt plötzlich, es geht noch was und es geht immer mehr. Und dann ist das ja wie so ein Aufputschmittel. Heute wird es kein einfacher Trainingstag werden. Gerade arbeitet Roland an seiner Kür für die Weltmeisterschaften. Morgen. Wichtig dabei, verletzungsfrei bleiben und trotzdem neue Grenzen ausloten. Roland geht immer bis zum Äußersten. Mit diesem Ehrgeiz hat er in seiner Trainerin Evelyn die perfekte Partnerin. Sie ist selbst Ex-Profi und ehemalige Europameisterin. Ich habe mir was überlegt, mal wieder, ob ich den... Ich habe es auch schon mal probiert, und zwar eine Sequenz zu machen, Salcho, Dreiersprung und dann diesen Toe-Hop in die Schrittkombination rein. Diesen hier. Ich laufe oft rückwärts, dann mache ich den. Ach so, ah. Ein ambitioniertes Programm, das sich Roland da überlegt hat. Roland ist jemand, der ist extrem kreativ. Und kommt dann so auch mal gerne 4 Wochen vor dem Wettkampf. Oh, ich habe mir überlegt, ich könnte eigentlich eine neue Musik nehmen. Und dann sage ich bei ihm, okay, dann probieren wir das jetzt aus. Neue Musik bedeutet im Eiskunstlauf neue Schritt- und Sprungfolgen. Neuer Rhythmus, das ist nicht ohne. Eine Kür richtig einzustudieren kann Monate dauern. Da muss jedes Detail stimmen. Denkst du daran, dass du deinen Bauch bitte? Hier bitte fixierst und fest hast? Okay. Also dein Bellybutton antackern an die Wirbelsäule bitte. Damit der Eislauf zur Kunst wird, braucht es Ausdauer, Koordination und Kreativität. Und das auf rutschigem Eis, das keinen Fehler verzeiht. Angst vorm Fallen ist ganz doof. Respekt ist gut, aber Angst ist tödlich. Roland läuft zum ersten Mal seine neue Kür. Und Zeit lassen. Bogen.
und Bogen und Drehung. Vor allem die Pirouetten und der Salchow machen noch Probleme. Und plötzlich... Oh. Ist was passiert? Das war einmal für die Kamera. Ja, hinfahren gehört dazu. Hm? Alles gut? Ja, alles gut. Alles gut. Ja, hinfahren gehört dazu. Da steht mal auf und... Trainingsende. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Aber du kannst ja zum Glück hinfahren. Auch, dass wir gelernt sein. So ist es. So ist es. Den Kopf festhalten und dass man da nicht einen Abgang macht. Ist okay? Ja. Ja. Gut. Ein kleiner Rückschlag. Für Roland jedoch kein Grund, auf die Stunden auf dem Eis zu verzichten. Es geht auch einfach nicht mehr ohne. Das kann man schwer beschreiben. Es ist so fast ein Gefühl der Schwerelosigkeit, weil man gleitet ja fast mühelos übers Eis. Was bedeutet ein Eiskunstlauf für dich so? Jung bleiben. 3 Monate später. Start der Amateurweltmeisterschaften in Oberstdorf. Aus aller Welt sind Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer angereist. Wettkampfatmosphäre. Großbritannien ist bereits auf dem Eis. Jetzt bloß nicht nervös werden. Das Niveau ist hoch, das Publikum kritisch. Komm her. Dann ist es soweit. Noch einmal hat Roland die Musik getauscht. Mantovanis Exodus, eine Melodie aus seiner Kindheit. Gibt sie ihm die nötige Lockerheit? Erste Hürde genommen. Doch jetzt die Pirouette. Ist die Jury überzeugt? Für das große Finale braucht Roland nun viel Grazie. Geschafft! Nach monatelanger harter Arbeit, es war die perfekte Kür. Also, Evelyn sagt, es wäre die beste Pirouette, die sie von mir im Wettbewerb gesehen hat. Ja. Jetzt bin ich erleichtert.